Warum gibt es eigentlich Sex? Man kennt ja den Trieb und man fühlt sich dabei wohl, aber biologisch gesehen gäbe es doch einfachere Wege, sich zu vermehren. Zum Beispiel könnte man sich einfach teilen oder sich schlicht selbst befruchten. Denn so lassen sich Gene ja viel einfacher und effizienter weitergeben. Und man würde nicht so viel Zeit und Energie durch die Partnersuche los. Schauen wir mal ins Wunderland, vielleicht hilft's. Hierzulande musst du so schnell rennen, wie du kannst, wenn du am gleichen Fleck bleiben willst, sagte die Rote Königin zu Alice, als sie mit ihr an der Hand durch die Landschaft rennt, ohne vorwärts zu kommen. Der Biologe Leigh Van Vaelen beobachtete genau das auch in der Evolution. Wie die Rote Königin und Alice, welche mit aller Kraft darum kämpfen müssen, am gleichen Fleck zu bleiben, muss im evolutionären Wettkampf eine Art immer leistungsfähiger werden, um ihre ökologische Stellung aufrechterhalten zu können. Denn wenn eine Art einen Vorteil erlangt, so heißt das auch, dass dieser Vorteil für andere Arten zu einem Nachteil werden kann, den es dann wiederum auszugleichen gilt. So zum Beispiel im Verhältnis vom Jäger, dem Flügelwachsen und dem Gejagten, welcher nun die Fähigkeit braucht, sich besonders gut zu verstecken. Oder aber im Verhältnis von Parasit und Wirt. Doch was hat das Ganze jetzt mit Sex zu tun? Nun, nach der Red Queen-Hypothese ist sexuelle Fortpflanzung wichtig, um den Wettlauf gegen Parasiten und Krankheitserreger zu gewinnen. Wenn sich nämlich der Genpool möglichst schnell mit anderen Genen durchmischt, kann gegenüber gefährlichen Parasiten und Krankheitserregern am besten Immunität aufgebaut werden. Und das gelingt mit Sex nun mal am schnellsten. So kann eine Art ihren Platz am einfachsten erhalten. Das erklärt doch jetzt mal eurem Partner.